Filmen wir noch? Ja. Ja, ja. Ach so. Also wir filmen jetzt die ganze Zeit und... Nein, weil du irgendwie Schnitt gemeint hast. Und ach so, nein. Okay, auf dich hört keiner hier. Nein. Das hat keine 10 Minuten gedauert und du hast das Wichtigste hier durchschaut. Keiner hört auf mich. Tonshow TV, heute mal nicht aus der Soulbox. Das erkennt man unschwer, wenn man die wenigen Sneaker an der Rückseite sieht, dafür aber den blauen Hintergrund. Wir sind einfach bei uns in der Redaktion im Headquarter gelandet und was man jetzt mittlerweile auch schon erkannt hat, ich bin nicht allein, ich habe den großartigen Shima bei mir. Grüß dich. Grüß dich, Simon. Wie geht's dir? Wenn du meinen Namen nochmal richtig aussprechen würdest, habe ich ihn falsch ausgesprochen? Du kannst es ja nicht wissen, aber Shima ist es nicht, obwohl es CH ist, ja. Macht im Deutschen wahrscheinlich Sinn. Es ist eher Shima, wie Chibo, aber da kannst du nicht allein drauf kommen. Okay, Schnitt. Nein, das ist okay für dich? Sorry, das tut mir wirklich leid. Nein, dann kannst du ja nicht dafür. So, okay. Aber hätte ich dir vielleicht vorher sagen müssen. Und da haben wir noch die ganze Zeit über meinen Namen gesprochen, weil du dreimal nachgefragt hast. Ich sehe nämlich tatsächlich aus wie ein Simon, haben wir eben festgestellt. Meiner Meinung nach. Turnschuh TV, das heißt, das Thema rückt relativ schnell natürlich die Turnschuhe in den Fokus. Bevor wir das gleich machen, du arbeitest gerade an einem neuen Album, ne? Seit 2012, das war das letzte Stille, ne? Mhm. Und jetzt neue Sachen. Wie weit bist du? Ich bin eigentlich mittendrin. Ich komme jetzt irgendwie heute Morgen um 4 aus dem Studio. Scheiße. Und jetzt die letzte Woche, also ich bin eigentlich schon lange im Studio, aber jetzt die Produktion hat angefangen, die offiziellerweise im Dezember. Mhm. Und jetzt komme ich so langsam in die Gänge. Ich musste ein paar Mal getreten werden und kennst du das, dass man die Trägheit überwinden muss und dass man sich ganz bewusst dafür entscheiden muss, ob das nur eine Prüfungssituation ist oder eben ja. Eine Produktionssituation bei mir jetzt, wo du dann halt irgendwie in den Schmerz reingehst. Ja. So sehenden Auges. Nur um festzustellen, dass es gar nicht so schlimm ist. Bist du so ein Typ, der klassisch auch prokrastiniert? Ich bin der Typ, der den Song dazu geschrieben hat. Mit morgen, ne? Alle haben Ziele, machen ihr Ding. Was ist mit mir? Morgen bin ich wieder dabei. Und morgen sind die Ausreden vorbei. Morgen, weil ich heute nicht kann. Morgen fang ich von vorne an. Das heißt, kann man jetzt schon davon sprechen, dass es einen Termin gibt, den du dann jetzt versuchst auch noch zu halten? Oder? Man kann davon sprechen, dass dem so sein, nur dem so ist. Mhm. Den Termin nenne ich aber nicht. Okay. Aber es wird noch 2014. Ja. Bist du bis jetzt zufrieden mit dem, wie es läuft im Studio? Ich glaube, das Album wird Bombe. Ich muss die Sachen halt nur noch so schreiben, wie ich sie im Kopf habe. Also ansonsten ist alles gut. Also ich habe jetzt irgendwie einen riesen Pool an Songs, aus denen ich auswählen kann. Weil ich tatsächlich schon seit sehr langem am Album sitze. Also ich sitze schon seit März 2013 an neuen Songs. Mhm. Die eigentliche Produktion, wie ich schon sagte, hat jetzt im Dezember angefangen. Und, aber es ist eine schöne und vor allen Dingen für mich neue Herangehensweise zu sagen, okay, erstmal haue ich irgendwie Ideen raus und das mit sehr, sehr tollen Leuten. Und dann habe ich einen Pool von, was weiß ich, 35 Songs. Ja. Und entscheide mich jetzt irgendwie, welche 10 davon soll ich auf jeden Fall. Verfolgst. Und dann mache ich noch ein paar neue, mhm. Die sich daraus ergeben, dass man so einen Schwung irgendwie erlebt. Weil die Dinge halt irgendwie, also weil die Songs halt gut klingen und weil man dann auf einmal, ich glaube, die nächsten tollen Songs werden jetzt demnächst kommen. Die neuen. Aber es müssen keine mehr dazu kommen, mhm. Weil einfach genug da ist. Aber das ist jetzt so das Bonus-Level im Prinzip. Also voll. Du kannst jetzt nochmal nachlegen. Du bist ein Ausflug ins Blaue. Eine Reise um die Welt. Das Ende einer Odyssee. Zu mir selbst. 2013 war für mich ein Jahr, in dem ich im kreativen Bereich brauchte ich schnelle Ergebnisse, mhm. Brauchte schnelle Belohnungen. Und jetzt sind die Songs da und ich habe gerade eben das Problem, dass ich mich festlegen muss und so, will ich tatsächlich noch neue Songs dazu schreiben und was sollen die dann machen? Okay. Also, deswegen gerade eben ist es hauptsächlich, also es war jetzt die ganze Zeit so, dass wir zusammengeschrieben haben, also ich mit ganz vielen tollen Songwritern. Was jetzt nicht aufs Album kommt, kommt aufs nächste Album. Das ist eine super Situation eigentlich. Ja. Also unfassbar komfortabel. Extrem komfortabel. Ich bin auch wirklich sehr glücklich darüber. du siehst gerade so ein bisschen, ich bin total glücklich. Das war eine Gesichtsausdruck, war so schön, aber so ein erleichtertes, ne? Ist so. Hammer. Das freut mich für dich. Jetzt konntest du aber noch gar nicht zu Turnschuhen sagen. Nee, da wollte ich gerade krampfhaft eine Überleitung suchen, aber wie überleitest du jetzt von der komfortablen Situation aus einem Studio? Komfortabel?
Komfortabel? Was komfortabel? Ah, wie komfortabel sind denn deine Füße immer so gebettet? Dankeschön. Ich lege viel Wert darauf, dass man irgendwie, dass man gut aussieht, aber entspannt dabei aussieht. Mhm. Egal in welchen Lebensbereichen, ob das jetzt nun förmlich ist oder ob das nun privat zu Hause, privat Leisure draußen ist. Es muss immer entspannt aussehen. Ich finde es immer komisch, wenn man Sachen trägt oder wenn Leute Sachen tragen, bei denen man das Gefühl hat, irgendwie wirkt verkleidet oder passt einfach nicht. Ne? Und deswegen, und Turnschuhe sind da der beste Weg. Du kannst irgendwie mit Turnschuhen nochmal ganz klar dich abgrenzen von Leuten, die sich dann doch zu viel Mühe geben. Mhm. Auf den Punkt genau irgendwie zu stylen. Wie hat das bei dir angefangen mit den Sneakern? Ich bin kein Sneaker-Nerd, ich bin eher der Typ, der, also gerade in der Kindheit, da hatte ich gar nicht die Kohle, um so eine Leidenschaft zu finanzieren. Ich habe irgendwie die Turnschuhe, die mir gefallen haben, die Sneaker, die mir gefallen haben, die habe ich dann auch gekauft. Also davor habe ich hart dafür gearbeitet und dann habe ich sie mir gekauft und dann wurden sie runtergerockt. Mhm. Und dann habe ich mir neue gekauft, wenn es nicht mehr anders ging. Ich finde einen Schuh cool und trage den dann aber auch. Und so, ich habe jede Menge Homies, die dann irgendwie mit Karton und Schuh sammeln und bla und nie tragen oder nur zu den. Das macht für mich keinen Sinn. Ich bin dann dazu wahrscheinlich zu sehr Pragmatiker. Kommt diese Einstellung eben aus dieser Geschichte, dass du früher keine Kohle hattest, um dir halt regelmäßig neue Schuhe zu leisten, dass du einfach sagst, so, kommt diese Einstellung, dass du eh kein Sammeltyp bist? Es fällt mir schwer, Sachen wegzuschmeißen. Mhm. Und so, aber ich bin kein. Ich bin kein aktiver und bewusster Sammeltyp, sondern ich kaufe mir die Sachen, weil sie mir gefallen, weil sie schön sind, weil ich die ästhetisch ansprechend finde und dann möchte ich sie auch tragen. Mit Turnschuhen ist es so, dass die haben ein sehr kurzes Verfalldatum und deswegen muss man sich sehr genau überlegen, wo man die Dinger trägt. Und ich habe feststellen müssen, dass du nie genau weißt. Also meistens genau zu dem Zeitpunkt, wo sie perfekt werden, sind die Nähte schon braun. Aber ich trage die Sachen gerne. Ich kaufe auch gerne Sachen, die man jederzeit tragen kann. Die immer funktionieren, also die immer ihre Berechtigung haben. Irgendwie auch ästhetisch immer ihre Berechtigung haben. Auch kombinierbar? Also würdest du zum Beispiel, jetzt habe ich einen knallroten Schuh an, den kannst du eben nicht zu allen tragen. Mhm. Denkst du dann auch so, na, lieber nicht knallrot, weil mit mehr Outfits kombinierbar wäre? Dann lieber zwei davon. Einer irgendwie für aggressive Style-Ansagen. Mhm. In knallrot und dann irgendwie nochmal die schwarze Version davon oder die blaue Version davon. Du hast eben gesagt, dass das Schöne, das Ästhetische bei einem Schuh eben auch in Verbindung mit dem Outfit sehr wichtig ist. Was war denn der letzte Schuh, der dein ästhetisches Empfinden komplett gekickt hat, den du dir geholt hast? Das war ein Adidas ZX 750, so ein silberner. Mhm. Aber Silber ist ja auch eine Ansage, ne? Ja, aber die kannst du tatsächlich, also die ist leicht kombinierbar. Silber ist eher kombinierbar mit allem Möglichen als Rot. Also, ich habe die Farbtafel gerade im Kopf, überleg gerade nur. So. Der ist nicht Silber, 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 sondern der ist so Weiß-Silber. Okay. Und das ist ganz easy zu kombinieren, oder? Ist der easy zu kombinieren? Ich trage darauf alles Mögliche. Kurz die Nachfrage. Das Management. Nee, der funktioniert. Zeitlos ist auch immer so ein Sternsmatt. So. Kam ja gerade erst vor ein paar Wochen wieder raus, in ein paar verschiedenen Auflagen. Bei denen ist es mir aber tatsächlich wichtig, dass die so ein bisschen angeranzt aussehen, weil das in meinen Augen authentischer wird, wenn man bedenkt, aus welcher Zeit diese Schuhe sind. Ja, das ist ja Schuhe, die bis Mitte der 80er im Prinzip produziert worden sind und entsprechend auch den Look dann haben. Ne? Und wenn jetzt Adidas sagen würde, so, ja, aber der kostet jetzt halt 2,50. Also wo fängt dein, ich bin aber haben erst so schön, wo fängt das an? Also ist es preislich dann auch an der Stelle abgrenzbar? Also ich würde auf jeden Fall versuchen, also das allererste, was ich tun würde, ist, wenn ich ganz ehrlich bin, und wir sind ja untereinander. Wir sind vollkommen untereinander. Und total untereinander. Und das heißt, das allererste, was ich machen würde, ist bei Ava anrufen. Mein Management und die sollte dann Florian anrufen. Ja, Florian, also von Adidas. 2,50 geht nicht, ne? Und dann würde ich höflich anfragen. Ich habe nämlich mal bei Turnschuh TV erzählt, dass ich nicht mehr als 200 ausgebe. Mach was.
geht da was. Und, so. Und wenn das alles nicht ginge und der Schuh aber dann doch so wichtig ist, dann würde ich es halt ausgeben. Aber mir ist mittlerweile halt auch so, dass wenn du irgendwie in einer Lebenssituation bist, irgendwie Familie, du bist ein, ich bin Vater, und dann ist so 250 für Schuhe. Und wir können die Kinder ganz schön viel essen. Ich habe eine andere Relation zu Geld mittlerweile, weil ich mir einfach darüber im Klaren bin, was man damit alles machen kann. Also mit 250 Euro kannst du so viel machen. 250 davon irgendwie so rauszuhauen für ein paar Schuhe, dann müssen diese Schuhe mir aber auch für den Gegenwert Nutzen bringen. Das ist eine Frage der Priorität. Ja, ja klar, also, wie du es gesagt hast. Und meine Priorität ist halt derzeit einfach eine andere. Ich glaube auch nicht, dass sich das irgendwie in absehbarer Zukunft ändern wird. Und, aber ich kann das schon verstehen. Ich finde das überhaupt nicht verrückt, sondern es ist so, also du gibst so viel aus, wie sie dir halt wert. Also gibst so viel Geld dafür aus, für Schuhe oder für was auch immer, für Luxusgüter, für was sie dir halt wert sind. Ja. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, wo, wenn ich die Möglichkeiten gehabt hätte, dann wären mir diese Sneaker das wert gewesen. Also, weil damit geht ja auch einiges einher. Du hast dann irgendwie im Rahmen deiner Homies oder überhaupt irgendwie in der Schule einfach, das sind halt Ansagen irgendwie, du kommunizierst dich halt irgendwie, was weiß ich, top-notch, irgendwie mit so einem, also mit dem richtigen Sneaker. Du hast einen Status und du hast eine Gruppenzugehörigkeit, genau. Ne? Also. Und da gehört das irgendwie dazu, irgendwie die Codes erfüllen zu können. Aber das ist bei mir heute nicht mehr gegeben. Ich bin deutlich älter, der Horizont, hoffe ich zumindest, ist ein Stück weit erweiterter. Mhm. Und das heißt, die Probleme mit der Zugehörigkeit, die habe ich heute nicht mehr so sehr. Und ich mache ja tolle Sachen. Insofern, ich bin ja cool. Ist, glaube ich, das schönste Schlusswort, was ich mir vorstellen kann. Ich hoffe, in 10 Jahren, wenn ich so alt bin wie du jetzt, kann ich auch da sitzen und sagen, come on, ich bin cool. Nein, ich fand eigentlich den Teil, den du davor gesagt hast, viel stärker. Also diese Wertvorstellung ändert sich natürlich vollkommen. Und das spricht nicht gegen eine Sneaker-Sammelleidenschaft, weil man einfach nur sagt, man hat Kinder, man hat Familie und man hat einfach auch andere Dinge, für die man es lohnenswert empfindet, Geld auszugeben. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mich eingeladen hast. Dein Album wird wahrscheinlich dieses Jahr noch kommen, das haben wir schon erfahren. Ich wünsche dir viel, viel Spaß bei der weiteren Produktion und dass alles so klappt, wie du schaffst. Und vor allem, dass du immer jemanden hast, der den Arsch tritt und dass es weitergeht. Und ich wünsche dir viel, 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 viel Erfolg für die Zukunft. Vielen lieben Dank. Chima, mach's gut. Simon. Ne? Den habe ich mir für den Schluss aufgehoben. So. Guter Mann.